Ich bin gespannt, wie unser großartiger Fußballer-Europameister, der Sie auch gesehen hat, über Sie reden wird, meine Damen und Herren. Er ist jetzt beim Fußballverein, der unter dem Motto Oldies but Goldies Triumphe. Durchschnittsalter 42 Jahre in der Bundesliga feiert. Herzlich willkommen, Fußball-Europameister Stefan Kunz. Du hast Al McPherson hinten auch gesehen, ja? Kurz, ja. Habt ihr euch gesehen? Ja, kurz. Und bist du auch so begeistert von ihr wie ich? Ja, ich habe mich die ganze Woche schon gefragt. So viele Jungs, Freunde von mir haben angerufen und haben gesagt, wir gucken dich auf jeden Fall in der Harald Schmidt Show. Ja. Bis ich dann rausgekriegt habe, dass Al McPherson auch da ist. Ich werde halt wahrscheinlich das größte Alibi sein hier für einige. Und, aber ist okay. Ja, aber es ist beeindruckende Frau, ne? Ja, sie hat aber was angehabt. Ach so? Ja. Man ahnt es ja trotzdem. Ja. Ich habe schon gesagt, Arminia Bielefeld, das ist Oldies but Goldies. Weißt du zufällig, wie das Durchschnittsalter bei euch tatsächlich ist? Ja, vom letzten Spiel her ist es nicht mehr so alt, weil uns Alten gehen langsam die Kräfte aus. Ja, und könnt ihr noch über 20 Minuten gehen? Also das heißt ja so, er kann doch nicht wieder voll über 90 Minuten gehen oder so, aber ich meine, die Kräfte reichen. Was heißt schon alt? Wie alt bist du? 34. 34, das ist ja eigentlich noch... ja? Alt, ja. Nee, für einen Fußballer ist es. Für einen Fußballer ist er schon kurz vor der Pensionsgrenze. Ist der Winter der Karriere. Ja. Wie ist die Stimmung bei euch in Bielefeld? 2:0 gegen Freiburg, herzlichen Glückwunsch. Tolles Kopfballtor. Ja. Ihr seid, ich glaube, 15. oder 14. Ja. Also mal so ein bisschen auf der sicheren Seite. Gute Stimmung im Verein. Ja, das Problem war halt, als wenn du Tabellenletzter bist, dann bist du natürlich so ein bisschen Spott und Schande ausgesetzt. Ja. Für St. Martin waren meine Kinder in der Schule, Laura, die haben dann Laternen gebastelt und hat auch ein Mitschüler gesagt, Mensch, sag deinem Vater Bescheid, er soll die rote Laterne von Arminia mitbringen. Ja. Das ist schon hart für die Kinder, oder? Ja. Wie kann man das dann zu Hause abfangen? Ja. Nee. Kriegen wir schon ganz gut hin. Ja, das ist nicht so dramatisch. Nee. Ja. Wie ist es mit Uli Stein, der ja immer so als jemand beschrieben wird, der so ein Risikofaktor ist, dass es gleich Streit gibt oder so? Motiviert er von hinten oder schlichtet er oder ist er ganz anders, als man ihn so beschrieben kriegt? Also Uli Stein ist sicherlich einer von den Menschen, die ganz viele Facetten an den Tag legen können. Einmal von ganz wütend, dann wieder brüderlich, kameradschaftlich, väterlich. Ja. Und die meisten Spieler kennen ihn schon ganz gut und wissen ihn zu nehmen. Und grundsätzlich, am wichtigsten ist, dass er die Bude sauber hält und das macht er. Das macht er ja. Und du persönlich kommst gut mit ihm klar? Ja, in dem Alter hat man keinen Streit mehr. Richtig, da ist man eigentlich weise und abgeklärt, oder? Und sagt, mein Gott, wir waren bei Frankfurt, wir waren bei HSV, wir haben uns auch bei Bielefeld vertragen. Genau. Ja? Ist es eigentlich, ich habe mal gelesen, Teil der Spieler von Bielefeld muss mittags irgendwie so Küchen verkaufen oder sowas? mit dem Sponsor, ist das noch so? Die gehen da irgendwie rum und unsere Möbelausstellung? Nee. Wir haben jetzt einen anderen Werbepartner auf der Brust, jetzt verkaufen wir Damenbekleidung. Richtig. Ja, tragt ihr die auch selber? Oder ich meine, eure Frauen? Heimlich. Heimlich. Ja. Ja, das ist ja, man kann es ruhig sagen, Gary Weber, der tut ja viel für die Region, Tennis und so weiter und absolut super schicke, coole Mode. Ja, du hast ja im Gegensatz zu vielen Profifußballern Beruf gelernt vorher. Was hast du gemacht? Ich war Polizeibeamter. Wo? In welcher Stadt? Nein, das sind die Saarländer wieder. Ja. Naja, also im Saarland die Ausbildung gemacht und dann nach Bochum gegangen und dort noch 3 Jahre parallel Polizist und Fußballer. Wie war das anstrengend? Nee, ich habe wunderbare Kollegen gehabt. Das war sehr gut am Anfang, die dich auch immer wieder ein bisschen runtergeholt haben, wenn du so am Fliegen warst oder auch aufgebaut haben, wenn du deprimiert warst. Ja. Und letztendlich sehr viel Spaß gehabt bei der Arbeit. Und das heißt, du warst schon Fußballer beim VfL Bochum und noch immer Polizist. Ja. Kann man das auseinanderhalten? Ich meine, zeitlich? Ja gut, du stehst natürlich nicht vom Torwart und sagst, Hände hoch oder schieß oder so. Oder? Das hätte auch was. Nee. Bist du nur deinem Job nachgegangen sozusagen jetzt auf Streife oder auf der Straße oder hast du auch sowas gemacht wie Schulungen, wie Vorträge? Ja, das zum Schluss war es so, haben wir die beste Lösung gefunden. Ich war in der Verkehrserziehung tätig. Ja. Das heißt, wir sind in Schulen gegangen, haben dort Kasperletheater gespielt
oder haben Fahrradprüfungen abgenommen. Da waren natürlich erstmal die Kids ganz happy. Ja. Wenn dann Polizisten in den Klassenraum kommen, dann denken die natürlich, die Lehrerin wird verhaftet, aber war da nicht so. Ja. Und, oder auch in Seniorenheim und haben dann dort noch ein paar Filme vorgezeigt und das war wegen der beweglichen Arbeitszeit einfacher. Was habt ihr im Seniorenheim für Filme gezeigt? In erster Linie mit dem Beppo Brehm, der hat dann gezeigt, wie man sich falsch im Straßenverkehr verhält. Man muss Vorbild sein. Dass die es nicht helle machen Kleidung, soll natürlich. Genau. Ja, helle Kleidung, graue Anoraks und so, ja. Dass man gut zu sehen ist. Genau. Ja? Hast du das noch drauf mit diesen Puppen und so? Mit den Kasperle-Puppen? Ja? Ja. Ja, wir wollen das mal testen. Wir haben hier ein wunderschönes Kasperle-Theater aufgebaut. Ganz toll. Hier geht's dann auf. Das ist der Polizist. Und wenn Sie uns jetzt kurz nicht sehen können, meine Damen und Herren, wir sind noch immer da, gell? Nicht weggehen, aber wir spielen jetzt das super pädagogisch wertvolle Kasperle-Lehrstück vom Kasper und der Gretel und dem Räuber. So, der Vorhang geht schon auf. La la la. Tritra trullala. Hallo Leute, ich bin's. Euer Polizeikasper. Seid ihr alle da? Ja! Seht mal, da kommt Gretel. La 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 Macarena. La 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 la. Hey, Macarena. La 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 la. Danke. Hallo. Hallo, Polizeikasper. Sag mal, was hast du denn gerade für einen total abgefahrenen Spruch gesagt? Tritratrullala? Klingt echt cool. Muss ich mir merken. Ja, und nicht nur das. Pass schön auf, wenn du über die Straße in die Disco gehst. Mhm. Du weißt ja, schön nach links gucken. Ja. Und schön nach rechts gucken. Ja, links, rechts, links. Ha, das kann ich mir merken. Ja, Logo. Du, übrigens, jetzt haben die auch schon Piercing-Ringe mit Reflektoren, damit ich die Autofahrer im Dunkeln besser sehen oh. kann. Guck mal. Das ist für kleine Mädchen wie dich viel sicherer. Ah, das ist ja super cool, die hole ich mir. Tschüss. Tschüss. Hey, hallo Sie. Hier können Sie mit Ihrem Wagen aber nicht stehen bleiben. Sie stehen im absoluten Halteverbot. Meinen Sie mich, Herr Polizeikassier? Natürlich. Ah. Also, was ist? Soll ich Sie aufschreiben? Aber warum? Ich meine, ich habe doch gar nichts gemacht. Keine Diskussion. Hör mal, du bist auch kein kölscher Jung, oder? Nee. Aber, also keine Diskussion, steig ein. Aber wissen Sie, Herr Wachmeister, ich krieg das Schloss nicht auf. Ja, bei der Kirche jetzt? Ich meine, ist vielleicht vereist? Da helfe ich Ihnen natürlich. Wofür bin ich schließlich Polizeikasper? Das haben wir gleich. Ja. Und. Danke vielmal, Herr Polizeikasper. Keine Ursache, das ist doch mein Job. Danke, Wiedersehen. Perfekt. Das ist natürlich ein Riesenthema noch immer, der Gewinn der Fußball-Europameisterschaft. Ja? Ist das Thema Nationalmannschaft für dich abgehakt? Ja, also ich finde, man sollte im richtigen Moment aufhören. Die jüngeren Spieler sollten jetzt zum Zug kommen. Ja. Auch die Spieler, die vor mir spielen, spielen zu Recht vor mir. Und mit 34, denke ich, kann man sich ruhig zurückziehen. Das schönste Abschiedsspiel war natürlich im Wembley gegen Tschechien, das 2-1. Und besser kann man nicht mehr aufhören. Und wie ist es, hast du die Chance auf ein Abschiedsspiel? Im Abschiedsspiel habe ich ein bisschen zu wenig Einsätze. Da muss ich noch ein bisschen, da hätte ich vielleicht jetzt, vielleicht kann ich tauschen mit dem Sean Dundee. Ich werde Südafrikaner und dann kann ich vielleicht dort noch ein paar, aber nee, ja. Ein Deutscher nicht. Wie viele Länderspiele muss man haben, damit einem so ein Spiel zusteht? 80. 80. Wie war eigentlich so die Stimmung in England? War das jetzt mit Jürgen Klinsmann anders, als Lothar Matthäus der Kapitän war oder so, dass man sozusagen auch
miteinander an einem Tisch gesessen ist oder sich mal gegenseitig die Tasche getragen hat oder hat sich da nichts getan? Na, grundsätzlich, ohne jetzt dem einen oder anderen was zu wollen, war es halt so, dass die Zusammensetzung des Kaders in England von Personen besetzt war, die grundsätzlich immer mit den anderen was zu tun haben wollten und dadurch kam diese gute Kameradschaft auf und das war auch nicht jetzt irgendwo für die Presse so dahergespielt, sondern das letztendlich hat man es mit dem Ergebnis hat man's gesehen, weil fußballerisch, das muss man auch fairerweise sagen, war das ein oder andere Land stärker, ja. Aber von der Kameradschaft her war man nicht zu schlagen. Und das hat dann letzten Endes entschieden. Wohin geht's mit Bielefeld am Wochenende? Wir fahren nach Rostock. Und da spielt ihr auch? Da spielen wir auch. Ja. Das müsste aber für euch was drin sein, oder? Wird nicht ganz einfach. Nee, es ist ein schweres Spiel, aber wir versuchen mal weiter zu klettern. Toi, 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 Gruß an die Kollegen. Und wir freuen uns, dass da so eine Truppe in Bielefeld zusammengekommen ist, die auch so ein bisschen Patina angesetzt hat und so eine Geschichte mitbringt. Ja, alles klar. Alles Gute, Stefan Kurz, okay. Dankeschön. Tschüss. Ciao.